Wie integriert man denn Nachhaltigkeit in eine Bank? Weil beispielsweise, sagen wir mal, ein Lebensmittelhersteller, da ist klar, dann setzt man vielleicht eher auf Bio-Lebensmittel oder so. Wie setzt eine deutsche Bank Nachhaltigkeit um? Auch da gibt es kleine und große Dinge. Also ich sage mal was Kleines, was aber sehr, sehr groß für uns ist, ist, wir haben ja also ein Postfach quasi in der App. Da kann man seine ganzen Daten reinlegen lassen. Damit müssen wir kein Papier mehr ausdrucken. Und das ist unglaubliche Mengen an Papier, was wir unseren Kunden schicken. Mit dem Aufhören, sage ich mal, ich will das gar nicht mehr geschickt bekommen, es reicht, es in mein digitales Postfach reinzulegen, pflanzen wir einen Baum dafür. Ist ein symbolisches Zeichen im Sinne von Nachhaltigkeit und wir tun etwas Gutes. Das ist was Kleines, ja, was aber sehr viel Emotionalität bringt. Übrigens hier von einer ganz tollen jungen Arbeitsgruppe entwickelt worden, auch umgesetzt. Und wir haben am Freitag Bäume gepflanzt. Also wir pflanzen die auch dann selbst. Ja. Also das heißt, der zweite Punkt ist, unser eigenes Schaffen zu verändern. Kaum einer weiß, dass die Türme, in denen der Deutschen Bank sitzt, zum Beispiel komplett klimaneutral sind. Ich kann nach draußen nichts erzählen, was ich nach innen nicht leben möchte. Und von daher sind viele Maßnahmen, die quasi auch intern zum Leben erweckt werden und die auch einen stolz machen als Mitarbeiter, hierfür zu arbeiten, für diese Firma. Und das nächste große Thema, wäre es nicht toll, wenn wir unseren CO2-Footprint ausrechnen könnten für jede Transaktion? Das kann ja eigentlich nur eine Bank schaffen. Das heißt, also mit jedem Einkauf eines Pullovers weiß ich, wie viel CO2 habe ich denn eigentlich jetzt verursacht und kann dann etwas Gutes dafür tun. Ob es ein Baum pflanzen ist oder ein Zertifikat kaufen oder von mir aus, ja, ich sage jetzt mal andere Dinge tun. Das sind alles Elemente, die kann eigentlich nur eine Bank. Und da sieht man auch die Power von diesen Money Moments, die dann auf einmal etwas Gutes hinführen. Okay, dann ist quasi die Idee, ich gehe in den Laden, kaufe mir einen Pulli. Am besten kann dann die App direkt auf den Laden auch so ein bisschen zugreifen, weiß, wie stellen die her und so weiter. Und dann weiß ich genau, okay, das war jetzt eine gute Entscheidung oder vielleicht, da kaufe ich vielleicht eher nicht wieder ein. Das wir dann schon vor dem Kauf. Momentan wären wir happy, wenn wir das schon nach dem Kauf ausrechnen können. Da gibt es ja auch Algorithmen zu kaufen im Markt. Aber bis jetzt hat es keiner gebracht. Und das sind schon tolle Sachen, weil ich meine, wenn man Bank als sein moderner Begleiter, ich bleibe bei diesem Markenidee, der Positives bewirkt am Ende. Ich meine, dann habe ich eine Chance, wirklich auch nachhaltig zu leben. Und eine Bank kann das bringen. Man kann dich, also enable nennen wir das, oder ermöglichen, dass du nachhaltiger leben kannst. Und da bleibt dann auch am Ende auch ein kleines Geschäft für uns übrig. Klar, ne? In Transaktionen möchte ich dann lieber mit der Deutschen Bank machen als mit dem anders. Alles hat auch einen Geschäftszweck, aber für etwas Gutes. Und das finde ich schon stark und das gibt mir ganz viel Kraft.